Mit 12 Jahren ist man in Asien zu alt zum Teppichknüpfen, weil die Finger zu groß werden. Du darfst aber erst mit 14 bei Nike anfangen, Turnschuhe zu kleben. Da entsteht eine Versorgungslücke von 2 Jahren, die meistens durch Prostitution gestopft wird. O Herr, wir haben keine Ahnung von Sklavenhandel mit Kindern, Zerstörung ganzer Volkswirtschaften durch Börsenspekulationen und Umweltkatastrophen durch Ressourcenausbeutung. Herr, wir wissen nichts von Hermes-Bürgschaften für Staudämme und Turnschuhproduktionen in Südostasien. Herr, die meisten von uns sind froh, wenn sie sich ihr Autokennzeichen merken können. Kein Schwanz kennt aus dem Stegreif den Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Leitzinsen. Wir kennen ja noch nicht mal unsere Blutgruppe. Herr, wir sind so degeneriert, dass wir nicht bezahlen können, weil wir uns die 4-stellige EC-Kartennummer nicht merken konnten, Herr. Herr, wir sind so hohl, wie wir voll sind. Die anderen hoffen auf Frieden und wir hoffen, dass man uns im Urlaub nicht entführt. Die haben Angst, dass ihre Kinder verhungern und wir haben Angst, dass unser Deo versagt und dass man uns beim Telefonieren im Auto erwischt. O Herr, wir kaufen ihre Frauen und behaupten, sie würden uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Unsere Beichtväter sind die Steuerberater und UNICEF ist unser Ablass. O Herr, mach hoch die Tür, die Tor macht dick und die Mauern zu. Denn es kommt ein Heer von wütenden, kleinwüchsigen Analphabeten und Hungerleidern über uns. Die Tutsi und Hutu werden sich gemeinsam gegen uns verschwören und die nicaraguanischen Kaffeebauern und die Schafhirten aus Kaschmir und die kampferprobten Kindersoldaten aus Sierra Leone. Sie alle werden kommen, über die NATO-Zäune krabbeln und uns hinwegfegen wie El Niño. Sie werden uns mit Basmati-Reis bewerfen und mit Naturreis und mit Parfumreis und mit Wildreis und mit Langkornreis und mit Milchreis und mit Uncle Bens Beutelreis und mit Puffreis. Sie werden in unseren Hobbykellern Darts spielen und in unseren Swingerclubs swingen. Sie werden von unseren Tellerchen essen und mit unseren blonden Töchtern in unseren Ikea-Bettchen schlafen. Sie werden auf unseren Teakholzmöbeln gammeln, Cohibas rauchen, Darjeeling schlürfen und Wer wird Millionär gucken. O Herr, Sie werden mit unseren Geländewagen im Stau stehen und über die Ökosteuer fluchen. Herr, wie kriegen wir in Ihren Drittweltschädel rein, dass du ein Aufsichtsratsvorsitzender bist? Machen wir es uns gemütlich vor dem Herrn. Lasset uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel, gereinigt werde dein Name. Wir sind steinreich, komm ey. Unser Wille geschehe, wie in Chile, so auch in Schweden. Deren täglich Brot gib uns heute und vergib du ihnen doch ihre Schulden, wie auch wir vergeben unsere Kredite. Und führe keine Untersuchung, sondern gib die Erlöse uns von den Börsen. Denn wir sind reich, haben die Kraft und die Herrlichkeit und die bleiben immer, die in Ewigkeit. Amen.